So Leute, herzlich willkommen beim zweiten Video. Wie ihr hört, ich spreche Deutsch. Das liegt daran, weil die meisten vom Stream sich das so gewünscht haben und ja, dass ich das Video auf Deutsch mache. Es geht heute darum, dass wir ein bisschen über den Warden sprechen, dass wir den Warden durchleuchten, dass ihr ein paar Tipps bekommt. Vor allem die Frage mit dem Guard Break, die ist ja immer da. Also fast bei jedem Stream kommt jemand und fragt, wie geht das mit dem Guard Break? Wie funktioniert das Ganze. So, und das will ich heute mit euch durchgehen. Ich möchte euch erzählen, welche Stats wichtig sind, zumindest zu dem Playstyle, den ich habe, und ja, und auch so ein paar Kniffe und Tricks, die eventuell wichtig sind. Eine Sache aber vorweg, das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das wisst: Jeder Charakter ist anders in diesem Spiel. Das heißt, die Tipps, die ich euch gebe, eventuell sogar, also wegen dem Guardbreak zum Beispiel, könnte sein, dass diese für andere Klassen dann nicht gültig sind, ja? Weil die grundverschieden sind teilweise. Okay, fangen wir mal an kurz mit den Items. Ich werde da jetzt nicht allzu sehr drauf eingehen, weil wir hatten ja schon mal dieses Gear-Video, da hat man es gesehen. Meine Items haben sich nicht großartig verändert seitdem. Kurz mal hier das Krimskrams-Zeug hier wegmachen. Also, worauf ich gehe insgesamt ist Stamina, also dass ich dann halt wirklich immer die Stamina voll habe, das ist mir sehr wichtig. Dann blockieren, Blockschaden, Blockverteidigung, parieren und dadurch ganz schnell an Rache, Revenge kommen. Und dieses Revenge kriegt man auch, wenn man angegriffen wird und Schaden erleidet. Da muss ich gerade mal gucken, wo das war. Euch. Revenge Game by Defense, das ist die Verteidigung, das hatten wir. Und ich glaube, hier war dann Revenge Gain by Injury. Ja? Sehr cool, sehr wichtig und das ist halt mein Playstyle. Das heißt, ich versuche so schnell wie möglich in den Revenge Mode zu kommen, um dem Gegner dann im Revenge Mode selber ziemlich viel Schaden zuzufügen. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist andere Playstyles, zum Beispiel ein offensives Bild. Da müsstet ihr halt gucken, dass ihr höchstwahrscheinlich ziemlich viel Revenge Duration etc. Opfert dafür, dass euer Schaden maximiert wird. Und wie ihr hier seht, zum Beispiel Revive Speed ist bei mir absolut null, weil ich rette sehr selten. Und wenn ich es tue, dann auch nur, wenn keine Gegner in der Nähe sind. Also so während dem Kampf ist es einfach nicht so meins. Da mache ich das nicht. Ja. Hier Attack ganz low. Kann man natürlich anders spielen. Man kann auf Defense und Attack gehen. Finde ich persönlich ganz unnötig, weil du willst nicht verteidigen und attackieren. Wobei Verteidigung in dem Fall, also Defense in dem Fall, auch die Rüstung ist. Das heißt, das hat keine Auswirkung auf dein Parieren oder auf dein Blocken, sondern es ist einfach der Schaden, den du einstecken kannst. Ja. Stamina Cost Reduction finde ich halt extrem wichtig, egal ob ihr auf Defense oder ob ihr auf Attack geht. Das liegt daran, dass ihr ohne Stamina halt echt aufgeschmissen seid. Und wenn ihr ohne Stamina rumläuft, ihr kennt das, ist eine ganz blöde Lage, da wollt ihr euch ganz schnell wieder raus. Denn der Gegner kann euch umschubsen, der macht euch mehr Schaden, ihr seid langsamer, also ganz, ganz viele Nachteile. Das heißt, mein Ziel ist es immer, wenn ich spiele, den Gegner out of Stamina zu bekommen und dann so viel Schaden wie möglich reinzuhauen oder out of Stamina oder Revenge, also so das. Ja. Ich versuche sehr, sehr passiv zu spielen, pariere viel, blocke viel und wenn dann meine Stunde geschlagen hat, sage ich mal, geht's dann los. Ja, dann wird dann voll reingedrängt, reingehauen, bis der Gegner halt down ist und mit Revenge kriegst du dann teilweise die Gegner mit 2 bis 3 ordentlichen Hits auch kaputt. So viel zu den Items, da will ich nicht allzu viel noch erzählen zu How to Fight. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwie... Nee, so war das nicht. Ich muss jetzt gerade mal selber schauen. Bringt mir ein Custom Match was? Das weiß ich gerade gar nicht. Höchstwahrscheinlich schon. Also ich hau mal einen Bot rein, ja. Ich mache jetzt mal erstmal Level 1. Das ist jetzt egal. Wie kann ich den denn? Also, random. So, Warden, Bot 1. Dann, Map Selection, Pass, Game Mode. Machen wir mal One-on-One. Dann kann ich euch das nämlich besser zeigen. Hoffe ich. So, es geht jetzt erstmal darum, wie funktioniert der Guard Break und
was für unterschiedliche Guard Breaks gibt es denn? Die Animationen sehen immer gleich aus, nur die Phase, in der du oder in dem ihr diesen Guard Break durchführen könnt, der ist verschieden. Und das sieht man nirgendwo, das steht nirgendwo, aber das erfährt man, wenn man das Spiel spielt. Vor allem ist auch dieses Guard Break von Klasse zu Klasse anders. Erkläre ich gleich auch noch. Also, kommen wir erstmal dazu. Wir spielen gegen einen Warden. Beim Warden ist es ganz einfach. Man pariert den. Nach dem Parry habt ihr die Möglichkeit, einen Guard Break auszuführen. Und der Warden ist nicht in der Lage, nach einem Parry diesen Guard Break zu blocken. Ja? Oder kontern. Das funktioniert nicht. So, wenn der Gegner jetzt nochmal schlägt. Parry, Guard Break, seitliche Attacke und schwere Attacke geht immer durch. Ja, wenn man jetzt von oben schlägt, kann er blocken. Das liegt daran, weil der Angriff vom Warden von oben, also hier, ne, nicht der, sorry, der hier, länger dauert. Ja, ist ganz wichtig, deswegen immer seitlich. Ich mach's jetzt nochmal. Parry, Guard Break, seitlicher Angriff, rechte Maustaste und dann habt ihr den. So, das ist so erstmal diese Basic-Attacke. Also der Guard Break ist beim Warden verdammt Round wichtig, two. Damit ihr überhaupt was reißen könnt. Ohne funktioniert bei dem Warden fast gar nichts. Ja? Ich zeige euch das gerade nochmal. Immer schön warten, immer defensiv spielen. Ja, jetzt verkacke ich erstmal. Ja. So, nach dem Block funktioniert zum Beispiel nicht. Ja? Während der Attacke funktioniert es auch nicht. Ich zeige euch das nochmal. Da geht das nicht, ihr müsst halt wirklich versuchen, defensiv zu spielen, parieren und dann könnt ihr reinhauen. Hat er wieder geblockt, weil ich eine Attacke von oben bin. Seitlich kann der Warden nicht blocken. So, warum sage ich, kann man das hier nicht? Verdammt. Warum sage ich Warden? Denn andere Klassen können das. Ich zeige euch das gerade mal, wer das blocken kann. Zum Beispiel der Peacekeeper. Lass mich mal kurz überlegen. Der Peacekeeper ist auch in der Lage, das zu blocken, hat aber ein sehr kleines Zeitfenster, um das zu tun. Alle, die Schilder haben, der Conqueror, der Warlord, ne, die sind in der Lage, diesen Guard Break nach einem Parry auf jeden Fall abzuwehren. Das ist ein bisschen ätzend als Warden, weil du dann fast gar nicht durchkommst. Also ein guter Warlord, ein guter Conqueror ist fast immer in der Lage, eure Attacken zu blocken, ja? Oder zu parieren. So, das ist ganz wichtig zu wissen. Aber bei den anderen, zum Beispiel der Raider. Ne? Der Raider ist nochmal eine Klasse, der ist so ähnlich wie der Warden von der Geschwindigkeit. Wenn ihr den pariert, habt ihr auf jeden Fall einen Safe Guard Break. Und den solltet ihr nutzen. Also nach dem Parry immer Guard Break. Ja, das ist ganz wichtig. Nicht nach dem Block. Das ist auch wichtig zu wissen. Ja. So, dann gibt es aber noch Klassen, bei denen Guard Break nicht immer sauber funktioniert. Das liegt auch daran, dass die Klassen eine gewisse Range haben. Die Waffenrange. Das spielt eine große Rolle. Einmal der Peacekeeper. Wenn ihr den pariert, heißt es nicht automatisch, dass ihr den auch direkt mit dem Guard Break trifft. Klingt komisch, ist aber so. Das liegt daran, dass diese Klasse meistens ihre Attacken mit einem Sprung nach vorne durchführt. Also die haben immer eine gewisse Distanz. Und diese Distanz könnt ihr nicht immer mit dem Guard Break schließen, um dann den Guard Break durchzuführen. Man schlägt dann meistens einfach in die Luft. Und wenn man das tut, dann kann der Peacekeeper wieder zurückschlagen und einen Guard Break wieder ausführen. Denn nach einem Guard Break, den ihr selber gemacht habt, kann der Gegner immer einen Guard Break bei euch setzen, wenn ihr ihn erstmal verfehlt habt. Ja, also wenn gar kein Körperkontakt stattfindet. So, dann haben wir hier den Kensei. Der Kensei ist einer, der hat eine, da steht es auch, Good Range, ja, das stimmt. Der hat eine größere Range zu euch. Das bedeutet, wenn ihr den parriert und ihr spammt danach Guard Break, werdet ihr in den meisten Fällen nicht direkt an den Gegner rankommen. Ja? Da müsst ihr erstmal ein Stück nach vorne und dann den Guard Break durchführen. Er hat aber die Möglichkeit, also der Kensei hat dann die Möglichkeit, den Guard Break zu unterbrechen, also zu kontern. Das ist ein bisschen tricky. Versucht beim Kensei als Warden immer Close Combat zu stehen. Genauso wie beim Peacekeeper. So, und die dritte Klasse, die das hat, ist der Nobushi. Ist genauso. Die Range ist so groß, ja, dass ihr wirklich versuchen müsst, immer Close Combat zu bleiben, damit euer Guard Break was nützt.
Also, schön blocken, parryen. Also beim Noboshi, gegen einen Noboshi müsst ihr immer erstmal blocken, nicht parryen. Ihr könnt nämlich die meisten Attacken gar nicht wirklich parryen. Das Zeitfenster ist so kurz, dass ihr in Gefahr tretet, dass der Gegner euch einfach trifft. Das wollt ihr vermeiden. Vermeidet erstmal, dass der Gegner euch Schaden zufügen kann. Macht Sinn. Und parieren so könnt ihr dann, wenn ihr wisst, der Gegner führt gerade eine Attacke aus, die ihr auch wirklich parieren könnt. Ja, der Noboshi hat ein paar Attacken, die sind dann ein bisschen, die dauern ein bisschen länger. Da könnt ihr das machen. So, ich gehe jetzt nicht auf alle Klassen ein. Ja, beim Orochi oder so, da habt ihr überhaupt keine Probleme. Den könnt ihr im Guardbreak ganz normal angehen. Auch so bei den anderen. Bei der Valkyrie bin ich mir gerade nicht ganz sicher, wie das war. Aber ich glaube, auch da könnt ihr den Guardbreak relativ easy durchführen. Ja? Aber bei jeder Klasse, die eben ein bisschen mehr Range hat, vor allem bei den zwei, Noboshi und Kensai, wird es dann ein bisschen schwierig. Da müsst ihr gucken, dass ihr im Close Combat seid. Ja? So viel zu dem Guardbreak. So, welche Instanzen oder Formen von Guardbreak gibt es? Das möchte ich euch kurz erklären. Es ist einmal der Guardbreak, den ihr eben nach einem Parry durchführen könnt. Wie gesagt, die sehen alle gleich aus. Es ist dieselbe Attacke, ihr müsst nichts anderes drücken. Es geht nur darum, welche Ausgangssituation ihr habt beim Durchführen des Guardbreaks. So. Wenn ihr jetzt einen Block durchführt und einen Guardbreak macht, hat der Gegner mehrere Möglichkeiten, diesen zu kontern. Der erste Konter, der einfachste, ist einfach mit der linken Maustaste einen Attack durchzuführen. Da ist er definitiv gekontert, denn da macht ihr einen Guardbreak ins Nichts, ja? Und er kann euch dann ohne Verteidigung direkt treffen. Also erstmal eine ganz schlimme Ausgangssituation. Nach dem Block solltet ihr nicht unbedingt probieren, einen Guardbreak durchzuführen. Und der Gegner kann den natürlich auch kontern. Also es ist in jedem Fall ziemlich gefährlich, nach einem normalen Block einen Guardbreak durchzuführen. So, dann habt ihr die Möglichkeit, dass der Gegner eine schwere Attacke durchgeführt hat und dann erstmal da steht. Den habt ihr dann seitlich geslasht oder so. Da könnt ihr auch einen Guardbreak durchführen. Der ist aber meistens konterbar. Nicht bei jeder Klasse, bei ganz langsamen Klassen ist er nicht konterbar. Zum Beispiel bei dem Lawbringer führt es dazu, dass wenn er zum Beispiel seinen Charge nach vorne gemacht hat oder seinen Attack und ihr stasht zur Seite, ja, dann könnt ihr mit einem Guardbreak eben einen 100% Hit landen. Bei den meisten anderen funktioniert das leider nicht so. Das sind schon mal, ich glaube, ich habe jetzt drei States genannt. Guardbreak, also Ausgangssituation, wie ihr in den Guardbreak reinkommt. Meiner Meinung nach ist die beste Möglichkeit, den Guardbreak durchzuführen, wenn ihr den durchführt nach einem Parry. Der ist relativ safe, achtet nur auf eure Distanz zum Gegner und danach habt ihr meistens ein 100% Heavy Attack, den ihr landen könnt. Wichtig ist nur seitlicher Step, seitlicher Angriff. Der Step halt, weil manche Charaktere können dann nochmal zurückschlagen und mit dem Stash zur Seite weicht ihr dem meistens auch aus. Ja? So viel zum Guardbreak. Also, kurz zusammengefasst, nach dem Block sollte man nicht machen. Nach dem Seitwärts-Stashen und also erfolgreichen Stash könnt ihr das probieren. Müsst ihr halt selber in Erwägung ziehen, ob es Sinn macht oder nicht. Nach einem Parry sollte man immer mit einem Guardbreak arbeiten. So viel dazu. Ansonsten, vom Warden gibt es eigentlich nicht mehr allzu viel zu sagen. Ich werde jetzt nicht auf die Attacken selber eingehen, denn die Attacken, die ihr durchführen könnt, die seht ihr alle im Skill-Table. Manche sind sehr schnell, ja, das ist ganz wichtig. Ihr könnt sehr, sehr schnelle Attacken durchführen, um den Gegner ein bisschen aus der Bahn zu werfen. Ich spiele ihn meistens so, dass ich eine schwere Attacke durchführe. Manchmal täusche ich sie an, manchmal nicht. Nach dieser schweren Attacke, die ich auf eine größere Distanz mache, fühlt sich der Gegner in der Lage, das ist so ein bisschen, ich sag mal, psychologisch, dass der Gegner denkt, oh, jetzt kann ich aber rangehen und versuche, den mal kaputt zu machen. Ja? Also er versucht dann immer sofort anzugreifen. Und diesen Angriff durch den Gegner nutze ich dann meistens, um Parry durchzuführen oder den Gegner halt ein bisschen aggressiver spielen zu lassen, denn
wie ich schon gesagt habe, ihr spielt mit den Worten erstmal passiv, versucht zu parieren, versucht zu blocken, versucht Gegenschläge zu machen. Das ist das Wichtigste, das A und O, und so spiele ich meinen Charakter. Ja, wenn mehrere Leute auf euch angreifen, auf euch eindreschen, ja, 3 gegen 1, 4 gegen 1, ihr habt es oft gesehen, es funktioniert, man kann diese Kämpfe durchaus gewinnen und man gewinnt sie eigentlich auch relativ oft, wenn man erstmal cool bleibt, ja, man darf nicht in Panik geraten und achtet darauf, in welche Richtung ihr blocken müsst. Ja. Ihr müsst natürlich auch gucken, welche Leute euch angreifen. Mein Tipp ist es, wenn ihr gegen mehrere Leute kämpft in so einer Situation, solltet ihr erstmal den auswählen, dessen Angriff ihr am besten kennt. Zum Beispiel wäre das bei mir der Orochi. Den Orochi kenne ich aus und ein- und auswendig. Wenn der mich angreift, weiß ich ganz genau durch sein Movement, von welcher Seite er angreift. Das führt bei mir dazu, dass ich fast alle Angriffe blocken kann. Und die anderen, wenn ihr zum Beispiel ein Visier, also wenn ihr den im Visier habt und die anderen greifen euch seitlich an, dann ist es so, dass ihr entweder nach rechts oder links blocken müsst. Wenn ihr es schafft, und die gegnerischen Charaktere kennt und den Speed der Angriffe, dann könnt ihr natürlich parieren. Denn in einem 3-on-1-Fight ist es verdammt gut, wenn ihr pariert. Ja. Der pariert nämlich automatisch alle eingehenden Angriffe in dem Moment. Das führt meistens dazu, dass selbst 2 Leute oder 3 Leute euch mit einem Hit sofort in Revenge-Mode bekommen. Natürlich, wenn ihr diese Ausrüstung habt. Wenn ihr im Revenge-Mode seid, macht ihr weiter damit, defensiv spielen. Nicht nur, weil ihr im Revenge-Mode seid, spammen und versuchen, Schaden durchzuführen. Ihr guckt erstmal, dass ihr einen Parry rausbekommt, denn im Revenge-Mode ist es so, jeder Parry führt dazu, dass die Gegner umgeschmissen werden. Da könnt ihr ordentlich Schaden austeilen und ja, that's it. Das ist die Spielweise, die könnt ihr gerne beobachten, wenn ich zocke, wenn ich mit Worten spiele. Einfach mal genauer darauf achten, was ich für Movement habe, was ich da genau für Attacken mache. Das ist meistens das, was ich euch jetzt auch erzählt habe. Eine Sache als Opener, den habe ich ganz vergessen. Also als Opener solltet ihr bei einem Kampf laufen. Also wenn ihr rennt und dann die rechte Maustaste drückt, dann macht er so einen leichten Attack. Seltsamerweise, obwohl es auf dem Heavy-Button ist, er macht einen leichten Attack. Der geht so schnell, greift aber immer nur von der einen Seite an. Also den könnt ihr nicht wechseln. Er greift immer von links an. So, das ist aber meistens nicht blockbar, weil die Gegner damit nicht rechnen. Gut ist es, wenn ihr eure Attack-Richtung erstmal auf rechts gebracht habt, während dem Laufen auf den Gegner, weil ihr denkt dann, okay, da kommt jetzt was von rechts, zieht meistens nach rechts und wenn ihr dann rechte Maustaste drückt, dann greift er automatisch von links an und das geht dann so schnell, dass die meisten Leute das einfach nicht geblockt bekommen. Ja, das, so geht es mir zum Beispiel auch, wenn ich weiß, okay, er wird jetzt von der Seite angreifen, meistens kriege ich es nicht hin. Das ist einfach so schnell. Ja. So, that's it. Ich sag jetzt nochmal ganz kurz was zu den customized Loadout hier, zu den Skills. Das ist mir auch ganz wichtig, die Abilities oder Feats besser gesagt. Da benutze ich Conqueror. Also es hängt natürlich vom Spiel vom Spielmodi ab. Wenn ich jetzt Dominion spiele, dann nehme ich auf jeden Fall Body Count, Passive Killing Soldiers, Grants You Heal and Stamina. Das ist ziemlich geil, denn da braucht ihr nur 3-4 Gegner vor euch haben, da drückt ihr einmal linke und rechte Maustaste gleichzeitig, da macht ihr so einen Zone-Attack, nennt sich das. Das ist ein Cleave-Schaden vor euch und da trifft ihr einfach so viele, ihr nehmt ganz viel mit, dass ihr teilweise sogar einen ganzen Balken, 2 Balken vom Leben wieder auffüllt. Ne? Easy, das ist auch geil, könnt ihr auch im Kampf machen. Das heißt, wenn ihr irgendwo auf B seid oder A oder C und, A oder C nicht, aber wenn ihr auf B seid und da sind diese NPCs, ja, dann stellt euch in die gegnerischen NPCs, drückt einmal links und rechts Maustaste. Mit dem Sound Attack könnt ihr auch den Gegner super unterbrechen. Wenn er einen Heavy Attack oder so durchführt, dann heilt ihr euch auch. Also Body Count bei Dominion oder Herrschaft, sehr, sehr wichtig. Sick Blood ist ein Must-Have für mich, die anderen Skills benutze ich überhaupt nicht. Denn bei Sick Blood gain immunity from regular bleed damage. Das ist so wichtig, denn nur Bushi oder die Assassinen und so, die können euch nichts mehr anhaben mit euren, mit ihren Attacks da, mit diesen Gift-Attacks. Da kommt einfach kein Schaden mehr durch. Also Sick Blood, ein Must-Have. Immer. Second Wind, Heal, finde ich sehr, sehr wichtig. Damit könnt ihr einfach länger im Battlefield bleiben, da könnt ihr viel mehr Punkte machen. Ich habe im Durchschnitt jetzt mittlerweile nur noch 2-3 Deaths im Kampf, obwohl man 16, 17, 18 Kills macht. Das liegt meistens an diesem Second Wind, weil damit kann ich mich wirklich
einfach hochheilen, mitten im Kampf auch. Das geht so easy, so schnell, ihr müsst da nicht lang warten, der Gegner, der schafft es meistens noch nicht mal dann irgendwie in Attack zu fahren. Wichtig ist aber, macht es nicht, während der Gegner gerade Revenge hat und einen großen Schlag ausholt, ja. Da konzentriert euch lieber darauf, dass ihr den Gegner pariert. Nicht nur blocken, also wenn der Gegner Revenge hat, nicht nur blocken, denn der Block, da wird trotzdem Schaden durchgehen. Ne? Bei Revenge ist das so, da geht nochmal mehr Schaden durch, da hilft es nicht. Also unbedingt Parry. So. Die anderen Skills auch hier nutze ich nicht. Das macht, für mich ist halt Second Wind wirklich so das Nonplusultra. Und hier Katapult, sehr, sehr starker Skill. Ich weiß gar nicht, ob der noch geändert wird, denn den finde ich dann leicht OP. Da habt ihr einen AE-Damage, der euch selber übrigens auch killen kann. Den freundlichen, also den eigenen Mates kann das Schaden machen. Also auch da aufpassen, wenn jemand mit 5% Leben rumläuft, da könnt ihr auch einen Teamkill durchfahren. Aber ansonsten ist das Ding sehr, sehr schnell. Wenn Charakter sich da gerade am Fighten ist, da könnt ihr einfach dazwischen gehen, weil dominieren. Finde ich sehr stark. So, das wäre mein Bild für jedes Dominion-Match. So, wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass wir Elimination spielen, ob Skirmish oder dieser andere Mode, ich weiß es gar nicht. Nee. Der Deathmatch ist der Mode und dann gibt es dann Elimination und Skirmish. Ist auch egal, da nutze ich immer den Conqueror, weil Capture Control Sounds Faster ist komplett egal in dem Mode, aber Boosts last longer. Also wenn ihr dann jetzt ein Shield holt oder Waffen etc., also die Boni, die ihr aufsammelt, die sind einfach länger da. Bringt viel, da müsst ihr nicht immer hinrennen und könnt ihr auch mal gerade so nebenbei mitnehmen und habt diesen Bonus einfach längere Zeit. Denn das hier macht überhaupt keinen Sinn. Bei Skirmish sind zwar ein paar NPCs, aber das hilft meistens nicht. Das sind dann nur 2, 3, die ihr treffen könnt. Also da lieber den Conqueror mitnehmen. Ansonsten bleibt das hier alles gleich. Hier könnt ihr dann entscheiden, ob ihr Skirmish spielt oder ob ihr Elimination spielt. Meistens macht es dann eher Sinn, den hier zu holen, den Stalwart Banner. Nearby Allies continuously regain health. So, das führt dazu, dass ihr euch auch selber heilen könnt. Das setzt ihr dann irgendwo da auf, wo der große Kampf stattfindet. Setzt ihr auf und dann gibt es dann ordentlich Life-Rack. Richtig cool. Kann man nutzen. Aber ihr könnt natürlich auch hier Katapult nutzen. Das ist Geschmackssache. Ich finde das ganz cool, denn damit helft ihr euren Mates und euch selber. Falls ihr mal einen krassen Kampf habt, zusammen mit Second Wind, seid ihr fast unsterblich. Ja, da kriegt ihr die ganze Zeit Heal. Wenn die euch da nicht rausgekickt bekommen, ist das meistens so ein Ding, wo ihr gar nicht mehr sterben könnt. Und die Executions durchfahren könnt, selbst wenn ihr 3 gegen 1 kämpft und die Leute euch nicht unterbrechen natürlich. Das ist Voraussetzung. Ansonsten wird die Execution auch abgebrochen. Also das wäre so mein Bild für jedes andere Match dann. Mittlerweile nehme ich zwar trotzdem öfter den Katapult mit, aber ich habe halt gemerkt, dass ich bei 3 Fights, also 3 Spielen, vielleicht nur einmal oder zweimal das Katapult genutzt habe. Manchmal ist es so, es steht ready, aber es gibt keine Situation, wo ich es nutzen kann. Aber den Stalwart Banner, den hätte ich immer nutzen können. So, das ist es zu dem Warden. Ich denke, das sind alle Informationen. Falls ich was vergessen habe, falls ihr noch irgendwas wissen wollt, würde ich euch bitten, einfach mal kurz in den Comments unten was zu schreiben. Ansonsten freuen wir uns über ein Follow bei YouTube. Natürlich freuen wir uns auch über ein Twitch-Follow, wenn ihr da auch mal reinschaut, wenn wir am Zocken sind. Also, so viel dazu. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.